Wunderschönen guten Morgen, ihr liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Willkommen zu diesem neuen Video. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Mike und auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und auch um das Thema Filmen. Die ersten Impressionen hast du jetzt schon gesehen. Ich bin jetzt gerade unterwegs zu meiner nächsten Tour hier auf den Färöerinseln. Es ist Tag 3 von insgesamt 7 Tagen, die ich jetzt hier bin und diese Insel quasi erkunde. Heute geht es für mich mit der kleinen Fähre, ich stehe nämlich hier an der Fähre, rüber nach Karlshoy auf die Insel. Die kann man nur per Fähre erreichen oder per Hubschrauber. Hubschrauber habe ich leider nicht. Deswegen tut es bei mir heute die Fähre. Und dort möchte ich ganz gern das Kallur Lighthouse fotografieren. Es ist ein sehr ikonisches Fotomotiv, was man da fotografieren kann. Ja, wie das nachher aussehen wird, was ich da mache vor Ort, das erfährst du dann natürlich im Laufe des Videos. Und auf der Insel Karlshoy werde ich auch noch ein paar Dinge mitnehmen und fotografieren. Die Bilder wie immer hier in diesem Video. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Mike und auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und auch um das Thema Filmen. Meine Videos sind niemals großartig geplant. Ich mache mir dann erst am Tag der Sache, sage ich mal, Gedanken um das Video und versuche dir so ein bisschen Mehrwert zu geben. Und heute geht es einfach darum, dass ich versuchen möchte, ein Panorama hinzubekommen über die komplette Breite des Lighthouses. Das ist nämlich ein sehr großes Areal, was dort zu finden ist. Und das ist meine Challenge heute. Danach geht es für mich vielleicht noch auf eine kleinere Wanderung des Funigur. Das ist auch eine Erhebung, ein größerer Berg hier auf den Färöerinseln, auf der Insel Eysturoy. Und das ist meine zweite Tour quasi am Tag, wenn es denn heute noch klappt. Also ich muss mal schauen, wie die Fähre näher zurückfährt. Das wird auf jeden Fall ein längerer Tag heute für mich. Und ja, wenn du es hast, lass uns mal direkt starten und einfach mal gucken, was so mich jetzt quasi vor Ort da drüben erwartet. Viel Spaß jetzt mit dem Video. So, liebe Leute, ich bin jetzt angekommen beim Kallur Lighthouse. Mir fehlen wirklich, wirklich krass die Worte. Das habe ich noch nie, sowas habe ich noch nie gehabt. Auch nicht auf Island, nicht auf den Lofoten. Ich habe sowas Episches habe ich noch nie gesehen, wirklich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend das für mich die letzten Tage hier auch war. Also wenn man so eine Fotoreise auf die Färöerinsel macht, muss man auf jeden Fall für solche Spots wie jetzt hier das Kallur Lighthouse auf jeden Fall ein bisschen Grundkondition mitbringen, die ich persönlich überhaupt nicht habe, denn ich mache sonst überhaupt gar keinen Sport, außer Wäsche aufhängen vielleicht und Staubsaugen. Es ist wirklich heftig, heftig, heftig. Ich finde die Wanderung jetzt nicht, also vom Schwierigkeitsgrad her schon anstrengender, weil man wirklich permanent steil bergauf gehen muss. Aber es ist halt super matschig alles und man rutscht halt permanent irgendwie. Und das finde ich super gefährlich. Beim Drangarnier war es natürlich auch super krass, aber da war halt zwischendurch noch so ein bisschen Schotterpiste irgendwie. Aber hier ist halt nur Gras mit Tau drauf und das finde ich ziemlich heftig. Deswegen, ich bin froh, ich habe nämlich zwei Wanderfreunde wiedergefunden von gestern, die auch heute hier sind und die haben mir so ein bisschen geholfen und ich habe denen so ein bisschen geholfen bei schwierigen Passagen. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, diese Wanderung vielleicht nicht unbedingt alleine zu machen, wenn ihr mal hier seid, das ist schon anstrengend. Es sei denn, ihr seid geübte Wanderer, ihr geht jede Woche irgendwo hin wandern auf jedem Berg der Welt, sage ich mal, dann ist es egal. Für mich ist das hier die letzten Tage wie Mount Everest Besteigung, alles ohne Sauerstoffmaske, gebe ich wirklich zu. Aber es ist auch super imposant. Ich hätte mir das nicht erträumen lassen, dass es so krass ist. Also um das mitnehmen zu können, muss man, glaube ich, auch mal ein, zwei dieser Wanderungen gemacht haben, um halt das Gefühl dafür zu bekommen, wie riesig das hier alles ist, wie groß, wie weitläufig auch tatsächlich. Ja. Und also was die Natur hier gemacht hat, ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich kann euch einfach nur ein paar Drohnenaufnahmen zeigen, weil das letzte Stück begehe ich jetzt nicht weiter. Mir ist es einfach zu heikel, habe ich schon gesagt. Ich habe meine Grenze quasi erreicht hier für mich. Bis hier gehe ich jetzt weiter, also bis hier gehe ich und weiter nicht. Das ist einfach so. Ich habe Familie, ich habe Kinder und ich werde nicht wegen irgendeinem Foto mein Leben aufs Spiel setzen. Das würde ich sowieso nie machen. Für andere mag das vielleicht Pillepalle sein, für mich nicht. Ich bin Flachland-Tiroler. Von daher ist für mich hier Ende Gelände, aber die Drohnenaufnahmen, die ich gemacht habe, zeigen das sehr imposant, glaube ich, wie groß, wie weitläufig diese Gegend hier quasi um das Lighthouse auch quasi ist.
Also ich bin mega geflasht. Ich zeige euch jetzt noch einige Bilder. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Sagt mal gerne eure Meinung zum Video. Würde mich sehr freuen. Der Bildband Färöer ist auch bald fertig. Oder ist vielleicht sogar schon fertig, wenn das Video hier draußen ist. Je nachdem. In diesem Bildband steckt wirklich viel Energie drin. Viel, viel mehr als für das Island-Bildband und das Lofoten-Bildband. Das waren schon sehr tolle Reisen. Und das waren krasse Reisen. Aber das ist für mich bisher das Krasseste, was ich gemacht habe, so allein von der Wanderung her. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, teilt kräftig mit Freunden und Bekannten, nicht vergessen zu abonnieren, das wäre super wichtig für mich. Und vor allem bestellt das Färöer-Bildband. Also könnt ihr gerne vorbestellen, den Link packe ich euch hier unten in die Videobeschreibung rein und da könnt ihr euch euer Exemplar sichern. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele tolle, tolle, tolle Bilder. Wie immer mit QR-Codes dabei, mit vielen hilfreichen Informationen, mit eigenen Impressionen natürlich auch dazu, die eure Reise hier auf die Färöer vielleicht mal etwas besser machen sollen, etwas leichter machen sollen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt schön gesund, euer Mike, bis bald, ciao, ciao. So ihr Lieben, nicht, dass ihr denkt, ich unterschlage euch die Funingur-Wanderung. Natürlich war ich oben, aber das Wetter war einfach zu krass. Ich war vielleicht 5 Minuten oben, dann kam der Nebel auf, dann kam Sturm dazu und es hat geregnet. Deswegen bin ich jetzt wieder runtergelaufen. Ich habe ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, ich habe von oben fotografiert, was echt ziemlich cool aussieht. Und auch so ein bisschen, was hier drumherum ist. Hier gibt es verschiedene Kurvenstraßen. Das ist, also mich haut es immer wieder um, egal hinter welcher Kurve man hier ankommt, es ist immer wieder krass, immer wieder neu. Und deswegen habe ich jetzt oben kein Video aufgenommen, ich war froh, dass ich wieder heil runtergekommen bin. War echt eine leichte Wanderung, also glaubt überhaupt gar keine Rezensionen im Internet, wenn ihr sportlich überhaupt nicht fit seid, nicht mal ansatzweise, dann ist hier nichts leicht an Wandern, wirklich nichts. Außer du stehst an der Straße, so wie ich jetzt hier gerade, dann ist es super easy peasy, aber ansonsten ist hier nichts leicht, was an der Wanderung in meinen Augen als normale Wanderung angegeben wird. Ich finde das alles ziemlich heftig und ziemlich schwierig. Ja, das ist meine Meinung dazu. Aber dazu nochmal vielleicht separat in einem Abschlussfazit-Video dann einfach mehr. Also jetzt hier die Fotos auch natürlich noch von der Funingur-Wanderung. Die Drohnenaufnahmen dazu. Es ist krass. Ich kann das alles gar nicht verarbeiten, dass ich in dieser kurzen Zeit hier alles erlebe und was ich alles gesehen habe bisher. Deswegen Daumen nach oben, Fähre. Mega cool. Ja, also einfach anschauen und gerne mal abstimmen, welches Bild euch am besten gefällt. Bis bald.